Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Willkommen zu noch einer Videolektion für die vierte Klasse. Heute sprechen wir über Plastik, denn es gibt immer mehr Plastik um uns, nicht wahr? Mein Name ist Tatjana Schosche und heute bin ich eure Deutschlehrerin. In dieser Videolektion werdet ihr zuerst einem Lesetext Informationen entnehmen. Danach werdet ihr einem Video über plastikfreien Einkauf im Supermarkt Informationen entnehmen und die Fragen zum Video beantworten. Zum Schluss werdet ihr über die eigene Erfahrung schriftlich berichten. Das sind die Lernziele für heute. Do sudanašnji odgojno obrazovni ishodi. Und was braucht ihr, um an dieser Lektion teilnehmen zu können? Wie auch bisher braucht ihr auch diesmal euer Heft oder ein Blatt Papier, etwas zum Schreiben, den Internetzugang und euren Computer oder Laptop, euer Tablet oder ganz einfach euer Handy. Dieses Video könnt ihr in jedem Moment anhalten, wenn ihr etwas aufschreiben möchtet, mal nachdenken oder eine der beigefügten Aufgaben lösen möchtet. Dann pausiert einfach das Video. Wenn ihr die Ikonen oben rechts seht, dann sollt ihr etwas schreiben, lesen, hören oder euch ansehen. Heute beschäftigen wir uns also mit dem Thema Plastik, beziehungsweise damit, dass es immer mehr Plastik auf der Welt gibt. Und wir fangen so an, dass ihr euch zuerst auf einer Webseite umschaut. Dabei sollt ihr diese zwei Fragen beantworten. Was fällt euch ein? Und wie sind die Produkte, die auf dieser Seite verkauft werden, eingepackt? Dakle, vaš prvi zadatak je da posjetite ovu web stranicu, da promotrite proizvode koji se ovdje prodaju, te da odgovorite na ova dva pitanja. Što vam upada u oči, znači što primjećujete i kako su upakirani ovi proizvodi. Die Webseite befindet sich unter dem Link bit.ly/plastikfrei3, wobei alles klein geschrieben wird. Oder scannt einfach diesen QR-Code ein. Nehmt euch Zeit, besucht diese Webseite und kommt dann in dieser Videolektion zurück. Und das sind einige der Produkte, die ihr gesehen habt. Was fällt euch ein? Wie sind sie eingepackt? Diese Produkte sind unverpackt oder plastikfrei. Das ist ganz spezifisch, denn wenn wir in einem Supermarkt sind, dann sind sie meistens gepackt, eingepackt bzw. in der Plastik eingepackt. Doch hier nicht. Dakle, proizvodi na ovoj web stranici nisu upakirani i oni ne sadrže plastičnu ambalažu. Und das ist eben unser Thema heute, wie man plastikfrei einkaufen kann. Das bedeutet Zero Waste auf Englisch, also Null Müll. Und auf solchen Internetseiten kann man plastikfreie Produkte finden, beziehungsweise die ohne Verpackung sind. Dakle, u ovakvim prodavonicama ili Zero Waste prodavonicama, u kojima se ne proizvodi otpad, mogu se kupiti proizvodi ohne Verpackung, dakle bez omota, odnosno ambalaže koja je najčešće od plastike, odnosno plastikfreie ili plastikfreie produkte, to su proizvodi koji nemaju plastiku oko sebe, nemaju ambalažu. Es gibt sehr viele Gründe, warum plastikfrei einzukaufen. Solche Müllberge seht ihr sicherlich jeden Tag, leider natürlich, denn jährlich entstehen 17,8 Millionen Tonnen Verpackungsmüll, was für die Umwelt sehr belastend ist. Auf diesem Foto sehen wir also einen Müllberg, ovdje vidimo hrpu smeća ili otpada, und das ist für die Umwelt belastend. Što znači da je to loše za okoliš,
die Umwelt belasten, uništavati okoliš, biti štetno. Prepišite ove pojmove. Was seht ihr auf diesen Fotos? Viel Plastik, zu viel Einwegverpackungen um uns herum und in der Umwelt. Deswegen sind oft zahlreiche Umweltaktionen nötig, aber leider auch nicht genug. Was können wir gegen Plastik tun? Was können wir also gegen Plastik tun? Što možemo učiniti protiv plastike da se riješimo? Das sind die Umweltaktionen. Eine Umweltaktion je Akcija zaštite okoliša. Und bei diesen Aktionen sammelt man sehr oft Einwegverpackungen bzw. Einwegflaschen. U takvim akcijama skupljaju se ovakve jednokratne boce, jednokratna ambalaža, dakle boce koje se potroše i jednostavno bace, nažalost, često i u prirodu. Wenn ihr einkaufen geht, dann bemerkt ihr wahrscheinlich, dass alles voller Plastik ist. Und wir gebrauchen sehr viele Plastiktüten, die Plastikwegwerftüten sind, aber sehr umweltbelastend. Und wo es möglich ist, sollten wir Plastiktüten sowie Verpackung aus Plastik vermeiden. Kanada wird zum Beispiel bald viele Plastikprodukte verbieten. Was hat also Kanada Ende 2021 verboten? Što je Kanada zabranila krajem 2021. Die Plastikwegwerftüten, plastične jednokratne vrećice. Die Bezeichnung kommt vom Verb werfen, bacati. Dakle, u ovoj riječi imamo i riječ werfen, što znači bacati. Statt dieser Tüten sollten wir die Stofftaschen gebrauchen. Umjesto plastičnih i jednokratnih vrećica koje se bacaju, trebamo koristiti ovakve platnene vrećice ili plastične platnene torbe. Eure Aufgabe ist jetzt einen Text zu lesen unter dem Titel Immer mehr Plastik. Während ihr den Text lest, werdet ihr die Tipps für weniger Plastikmüll aufschreiben. Sada ćete pročitati tekst pod nazivom Ima mea plastik, sve više plastike, te ćete zapisati savjete koji se njemu daju za smanjenje otpada, plastičnog otpada. Diese Tipps sollt ihr in folgender Form schreiben, man soll. I te savjete pišite u obliku man soll, odnosno treba, i vi ćete napisati što treba činiti. Den Text findet ihr unter dem Link bit.ly/plastikfrei0, alles klein geschrieben, oder scannt einfach diesen QR-Code ein. Macht jetzt bitte eine kleine Pause. Habt ihr die Tipps für weniger Plastikmüll gefunden? Der Link zu dem Text steht noch immer hier. Und die Tipps sind die folgenden. Man soll eigene Taschen, Beutel oder Tüten zum Einkauf nehmen. Man soll Obst und Gemüse lose kaufen und Fleisch, Wurst und Käse an der Theke. Man soll Mehrwegflaschen aus Glas kaufen. Hoffentlich habt ihr auch diese oder noch weitere Tipps aufgeschrieben. Plastikfrei einkaufen geht. Und das ist eine neue Form des Einkaufens. Hier auf dem Foto seht ihr zum Beispiel diese gläsernen Behälter, in denen sich verschiedene Produkte befinden. Das heißt unverpackt kaufen. Und auf diese Weise wird in den sogenannten Pop-up-Stores verkauft. Das sind temporäre Ladeneinheiten, die auf überraschende und kostengünstige Weise Produkte inszenieren, um die Aufmerksamkeit der Kunden auf sie zu ziehen. Und meistens befinden sie sich an ungewöhnlichen Orten. Hier auf dem Foto seht ihr so einen ungewöhnlichen Laden, den sogenannten Pop-up Store. Pop-up Stores sind kurzzeitige Läden, die sehr gut für Startups und junge Unternehmen sind. Pop-up Stores su dakle kratkotrajni dućani koji se pojavljuju na nekim neočekivanim mjestima i samo neko kraće određeno vrijeme
postoje i prodaju neke proizvode. Die neuzeitigen Läden, in denen unverpackt verkauft wird, lassen uns an die gute alte Zeit der Tante-Ema-Läden erinnern, die sich früher an jeder Ecke befanden. Doch die unterscheiden sich von ihnen in einem. Es gibt nämlich keine Verpackung, also es wird unverpackt verkauft. In solchen Läden, wo es keine Verpackung gibt, wo die Sachen unverpackt verkauft werden, befinden sich große Gläser mit Nüssen, Keksen, Gewürzen oder Tee zum Beispiel. Durchsichtige Rühre aus Plastik bedecken die Wand. Und mittlerweile gibt es fast 200 unverpackt Läden in Deutschland, was sehr ermunternd ist. U ovakvim dućanima nalaze se dakle durchsichtige Röhren ili prozirni spremnici, Behälter, koji su često i u obliku cijevi iz kojih se neki proizvodi kao riža, keksi, začini ispuštaju. Mogu biti od stakla ili od plastike. Doch, wo kann man hier in Kroatien plastikfrei einkaufen? Denn hier gibt es die Unverpacktläden noch nicht oder sie sind noch nicht so verbreitet. Diese Fotos könnten euch bei den Antworten helfen. Nehmt euch die Zeit, seht die Bilder etwas näher an. Was stellen sie da? Wir können zum Beispiel beim lokalen Gemüsehändler kaufen. Manchmal haben sie so eigenen Hofladen, also in solchen Hofläden kann man dann Produkte direkt einkaufen. Oder auf dem Wochenmarkt. In jeder Stadt hier in Kroatien gibt es einen Wochenmarkt. Es gibt zum Glück auch Bioläden, also in Bioläden kann man plastikfrei einkaufen, aber auch im Supermarkt. Damit werden wir uns heute etwas näher beschäftigen. Es gibt noch eine Möglichkeit, plastikfrei einzukaufen, die wir ganz am Anfang gesehen haben, nämlich online in den sogenannten Zero Waste Shops. Also einen solchen Shop haben wir schon gesehen. Es handelt sich um Natur pur, wo sich plastikfreie Produkte befinden. Doch die wichtigste Frage ist, wie man in solchen Läden plastikfrei einkaufen kann. Was braucht man dafür? Was sollt ihr mitnehmen? Wisst ihr das zum Beispiel? Was man für den plastikfreien Einkauf braucht, könnt ihr hier auf diesem Foto sehen. Könnt ihr diese Dinge benennen? Auf dem ersten Foto sehen wir Schraubglas oder Einmachglas. Auf dem zweiten Foto wiederverwendbare Obst- und Gemüsenetze. Und auf dem dritten Foto leere Glasflaschen. Weiterhin, sein Pausenbrot kann man in einer Lunchbox mitnehmen. Oder wenn man Brot einkauft, kann man seinen eigenen Brotbeutel bringen oder mitnehmen. Auch kann man einen Holzkorb zum Einkaufen nehmen. Jetzt werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie man in einem Supermarkt plastikfrei einkaufen kann. In diesem Video seht ihr ein Beispiel einer Frau, wie das möglich ist. Das Video befindet sich unter dem Link bit.ly/plastikfrei4. Wobei alles klein geschrieben wird oder scannt einfach diesen QR-Code ein. Die Fragen, die ihr während und nach dem Sehen des Videos beantworten sollt, sind folgende. Schafft es die Frau, unverpackt zu kaufen? Was steht auf ihrem Einkaufszettel? Wie viele Plastiktütchen verbraucht jeder Deutsche pro Jahr? Was sind Mehrwegnetze?
Wie kann man auf manchem Obst erraten, dass es Bio ist? Wie ist Fleisch verpackt? Wie kann man Fleisch aber noch kaufen? Warum kann die Frau vom Geflügel nicht kaufen? Ist es einfach, plastikfrei zu kaufen? Wie finden das die Kunden? Geht es, Plastik komplett zu umgehen? Ist die Frau mit ihrem Ziel zufrieden? Woran muss man bei so einem Einkauf nur denken? Macht jetzt bitte Pause, seht euch das Video an und beantwortet danach diese Fragen. Hoffentlich habt ihr im Video die Antworten auf alle Fragen gefunden. Kontrollieren wir sie jetzt zusammen. Die erste Frage lautete: Schafft es die Frau, unverpackt einzukaufen? Ja, die Frau schafft es, unverpackt einzukaufen. Was steht auf ihrem Einkaufszettel? Da standen die Zutaten für das Grillen: Fleisch, Fleisch und Gemüse für die Beilage. Wie viele Plastiktütchen verbraucht jeder Deutscher pro Jahr? Jeder Deutscher verbraucht 37 dünne Plastiktütchen pro Jahr. Im Durchschnitt natürlich. Was sind Mehrwegnetze? Mehrwegnetze sind ein Pack mit 5 Veggie-Bags für 2,99 Euro. Sie sind umweltfreundlich und wiederverwendbar. Wie kann man auf manchem Obst erraten, dass es Bio ist? Auf manchem Obst ist gelasert, dass es Bio ist. Und wie ist Fleisch im Supermarkt verpackt? Und wie kann man es sonst noch einkaufen? Fleisch ist meistens doppelt und dreifach verpackt, doch man kann mit der eigenen Tupperware an die Theke kommen. Man soll die Tupperware auf die Theke stellen und den Deckel runter tun. Auf der Waage wird dann das Gewicht abgezogen. Warum kann die Frau vom Geflügel nicht kaufen? Sie kann vom Geflügel nicht kaufen, weil sie keine zweite Tupperbox hat. Fleischsorten müssen nämlich getrennt werden. Weitere Antworten. Ist es einfach, plastikfrei zu kaufen? Nein, es ist nicht ganz einfach, plastikfrei zu kaufen, denn es dauert und ist mit Tablet nicht unkompliziert. Wie findet das die Kunden? Die Kunden finden es grundsätzlich super. Man muss nur dran denken. Das bedeutet, man muss sich das vornehmen. Geht es, Plastik komplett zu umgehen? Ganz schwer ist es, Plastik komplett zu umgehen. Und ist die Frau mit ihrem Ziel zufrieden? Ja, sie hat ihr Ziel erreicht. Und das gibt ihr ein gutes Gefühl. Woran muss man bei so einem Einkauf nur denken? Sie sagt, man muss nur an die Mehrwegnetze und an die Tupperware denken. Eigentlich sagte sie, man muss sich nur an die eigene Nase fassen, was wie selbstkritisch sein bedeutet. Hoffentlich habt ihr solche oder ähnliche Antworten geschrieben. Den Wortschatz zu diesem Thema plastikfrei einkaufen könnt ihr auch digital einüben. Die Übung befindet sich unter dem Link bit.ly/plastikfrei6, alles klein geschrieben. Oder scannt einfach diesen QR-Code ein. Viel Glück dabei! Und wie ist es bei dir? Am Ende sollte jeder für sich über seine eigene Erfahrung und über ihre eigene Meinung berichten. Was denkst du? Denkst du, dass es zu viel Plastik gibt? Kaufst du manchmal oder nie? Oder kaufst du immer plastikfrei? Wo und wie kann man das in Kroatien machen? Also wo kann man in Kroatien plastikfrei einkaufen? Was nimmst du dann mit? Wo kannst du plastikfrei einkaufen? Denkst du, dass alle plastikfrei einkaufen sollten? Und warum? Schreibt bitte eure Antworten auf diese Frage und die Antworten könnt ihr eurer
Deutschlehrerin oder eurem Deutschlehrer zur Kontrolle schicken. Am Ende dieser Videolektion werden wir nur noch kontrollieren, ob ihr und wie gut ihr die heutigen Lernziele erreicht habt. Na kraju ove videolekcije samo ćemo još provjeriti jeste li i u kojoj ste mjeri ostvarili današnje odgojno-obrazovne ishode. Nach jeder Aussage kreuz bitte das jeweilige Emoji an. Nakon svake izjave označite jedan od ova tri emotikona. Ich kann einem Lesetext Informationen entnehmen. Ich kann einem Video über plastikfreien Einkauf im Supermarkt Informationen entnehmen. Ich kann Fragen zum Video beantworten. Und ich kann über meine eigene Erfahrung berichten. Hoffentlich wart ihr heute sehr erfolgreich. Und hoffentlich war euch dieses Thema interessant. Denn das ist ein heißes Thema. Ovo je jedna doista značajna tema, jako važna u ovom trenutku kada se svijet bori protiv globalnog onečišćenja i nadam se da vam je bila zanimljiva videolekcija. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tschüss!